Wenn ihr es wollt. Hier seid ihr ja. Habt ihr das Horn des Meertores gesichert? Ich möchte nur noch fort von dieser Fähre. Das ist wirklich sehr gut. Ich habe die Männer an Bord davon überzeugt, dass sie mich begleiten sollten. Sie werden das Schiff startklar machen. Was ich sagen will, dass der Piratenflüssig rechtzeitig ankommen wird, um es aufzuhalten. Das bleibt ich unmissverständlich. Bayern, wir müssen weg. Schemen Havarien. Tescharik. Oh, Verdammnis. Ich bin unter Deck und kümmere mich um irgendwas. Ihr bleibt, wo ihr seid, Havarin. Dieses Mal seid ihr zu weit gegangen. Wenn ich euch in irgendeiner Form beleidigt habe, so tut's mir schrecklich leid. Ich war mir einer Beleidigung nicht bewusst. Aber schöne Worte sind an mich verschwendet, Kanalier. So wie euch. So was ich euch, habe ich schon ein Dutzend Mal gesehen und alle haben das Zeitliche gesegnet. Ich bin der Fürst dieser Insel und trotzdem habt ihr ständig meine Autorität untergraben. Ihr habt Lügen verbreitet, mich zum Hahnrei gemacht und jetzt auch noch mein Schiff beschädigt. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Ihr müsst eure Gruppe. Eigentlich hätten wir ja aufs Schiff transportiert werden sollen. Und wir nur scheinbar nicht. Nichts tut so gut wie ein wenig Mann. Alles, was ich brauche, ist ein Krogrock und ein hübsches Mädel auf dem Schoß. Da ist er ja. Hier seid ihr ja. Habt ihr das Horn des Meertores gesichert? Ich möchte nur noch fort von dieser verdammten Mist. Insel. Wo war unser letzter Safe? Toll, beim Verlassen da hat ist das Horn schon weg. Nee. Ja, verstanden. Könntest du bitte sichtbar werden? Danke. Okay, okay. Schön. So, du bist unsichtbar, also dürftest du eigentlich hier plündern können. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Okay, okay. Keine große Herausforderung. So. Die sind wieder vermöbelt. Die Meere sind rau zu dieser Jahreszeit. Ich tu dir weh, Dennis. Herr Harry, zaubern. Ich warte. Du hast den Stab dabei und du hattest das ganze andere schöne Zeug dabei. Ja, was immer ihr wünscht. So. Ah, und er steht auch hier unten rum. Okay, ich hätte ihn nicht in der Taverne ansprechen sollen. Falscher Bug. Oder blöder Bug. Hier seid ihr ja. Hier ist es. Sehr gut.
Ich habe die Männer an Bord davon überzeugt, dass sie mich begleiten sollten. Sie werden das Schiff startklampfen. Schämen Havarien! Oh, Verdammnis. Ich bin unter Deck und kümmere mich um irgendwas. Ja. Ihr bleibt, wo ihr seid, Havarien. Dieses Mal seid ihr zu weit gegangen. Wenn ich euch in irgendeiner Form beleidigt habe, so tut's mir schrecklich leid. Ich war mir einer Beleidigung nicht bewusst. Eure schönen Worte sind an mich verschwendet, Kanaille. So wie euch, sowas wie euch habe ich schon ein Dutzend Mal gesehen und alle haben das Zeitliche gesegnet. Ich bin der Fürst dieser Insel und trotzdem habt ihr ständig meine Autorität untergraben. Ihr habt Lügen verbreitet, mich zum Hahnrei gemacht und jetzt auch noch mein Schiff beschädigt. Tötet den Schurken, Desharik. Sein Mund wird nichts als Lügen ausspeien. Euer Mund ist auch nicht besser. Wie soll er mir sonst Hörner aufgesetzt haben, als dadurch, dass er euch wieder Gesellschaft geleistet hat? Aber Desharik, Liebster, ihr kennt meine Gefühle für euch. Madame, ihr seid eine tobende Kanalratte. Oh, die ist hinüber. Ihr habt mich an den Rand des Wahnsinns getrieben, Seemann Havarien. Und nun werde ich es euch einzahlen. Herr, ihr müsst mir glauben, dass ich vollkommen sicher bin, wenn ich nun sage, Talisa schnappt ihn euch. Eure Lakaien werden euch nicht retten. Folgt nur, wenn ihr es wollt. Was euch betrifft, Talisa, ich weiß, dass ihr keiner meiner Handlanger seid und ihr euch nicht derart befehlen sollte. Genauso sehr, wie ich es nicht aufgeben möchte, habe ich dieses Schwert zu lange besessen. Es ist euer und um eure Freundschaft zu festigen. Bezahlt für eine gut geschlagene Schlacht und für viele weiter bevorstehende Schlachten. Ja, ich brauche euer Schwert nicht, wenn ihr wollt, doch Gold wäre mir lieber. Ich will eure Geschenke nicht. Nehmen wir das Schwert. Unsinn, das ist eine gute Waffe und ihr habt sie mehr als es verdient. Ich gestatte keine andere Antwort als ja. Jetzt lasst uns ablegen und fahren, wir sind frei. Ja. Die See ist ruhig, doch die Stimmung auf der Reise ist dennoch angespannt. Und Seemon verbringt einen Großteil seiner Zeit unter Deck. Er benimmt sich, als erwarte er eine schreckliche Tragödie, deren Auswirkungen er nur entgehen könne, indem er euch meidet wie die Pest. Doch der Kurs, den er segelt, ist präzise. Und eigentlich solltet ihr das Festland in wenigen Tagen erreichen. Am Morgen des vierten Tages jedoch entdeckt ihr ein Segel am östlichen Horizont. Und sichtlich erschüttert befiehlt Seemon, den Kurs zu ändern. Doch der Wind ist gegen ihn. Und das andere Schiff nähert sich erstaunlich schnell und konstant. Seemon wird immer nervöser. Mit Recht. Denn das andere Schiff sieht merkwürdig aus. Und ihr hättet schwören können, dass es nicht einmal das Wasser berührt. Schließlich geht es längsseits. Und ihr erblickt eine Mannschaft, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Seemon erteilt allen den Befehl, zu den Waffen zu greifen. Ja, weil wir sind jetzt in eine riesige Katastrophe gefahren. Alles klar, Männer. Bereitet euch darauf vor, geändert zu werden. Alle Waffen bereit. Keine Sorge, Talisa. Ich bin sicher, es wird überhaupt keinen Ärger geben. Ja, weil wir werden jetzt... Ich gebe auf, ich kann nicht mehr weitermachen. Es hat keinen Sinn, ich muss sterben. Ja, vom Weg. Ihr habt das Relikt der Heiligen. Die Gijanki fordern es zurück. Verzeihung. Es tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon ihr redet. Sprecht klarer, vielleicht verstehe ich es dann. Versteht. Wir sehen alles, was ihr tut. Seemann Havarien, ihr seid eingedrungen und habt genommen, was nicht euer war.
Bitte, der Name wird mit mehr Schwung und viel weniger Speichel ausgesprochen. Euer Name wird mit Schwertern gesprochen statt bezwungen. Ihr nahmt die Reliquie der Heiligkeiten. Wir werden tun, was wir tun müssen. Ja, es wäre dumm genug, die Gif Yankee zu bestehen. Wenn es das ist, was ihr seid. Habt ihr selber gerade noch gesagt. Ich beteuere meine Unschuld und fordere euch auf, mich zu durchsuchen, damit ihr es beweisen kann. Sucht alles an Bord ab, wenn ihr wollt. Das ist die Absicht, in und außen. Augenblick mal, ich muss protestieren. Sucht, wer es sein muss. Wir zögern unsere Reise nur unnötig hinaus. Ich will nicht, dass jemand meinen Besitz durchwühlt. Nehmen wir mal die zwei. Wir werden mit diesen Augen Angelegenheit jetzt vertrauen müssen, Talisa. Ich werde für alle Betroffenen sorgen. Sucht weiter, Captain. Ihr werdet solch ein Ding nicht an mir finden. Allerdings weiß ich nicht, was mit diesen Rüppeln an Deck ist. Ich mag ihren Blick nicht. Schaut sie euch gründlich an. Sämon? Ich kümmere mich gerade um die Betroffenen, mich nämlich. Entschuldigung, Talisa. Das Schwert, das der dicke Fienke gehört, ist an Bord. Unsere Erkenntniszauber lügen nicht. Alle werden für diese Beleidigung sterben. Aber ihr könnt suchen und die Wand, die wir festnehmen. Nehmt die ganze Mannschaft, wenn es sein muss. Es muss ein Exempel statuiert werden. Niemand darf wieder ein solches Verbrechen wagen. Vernichtet sie alle. Das ist kein guter Zehntag. Los, spuck es aus. Kein Problem. Ich warte. Ja, weil Sämon hat mir die Silberklinge gegeben. Die Klinge besteht aus reinem Silber, ist aber von dunkler Macht erfüllt. Sie ist offenbar Teil eines Schwertes, nur der Griff fehlt. Ja, die Silberklinge. Teil eines Silberschwerts. Dies ist ein Teil eines Silberschwerts. Dabei handelt es sich um einen magischen Zweihänder, der von den Gifienki verwendet wird und über alle Fähigkeiten des Schnitterschwertes verfügt. Für die Gifienki ist das Silberschwert eine heilige Waffe. Das Schwert kann einem Gegner mühelos Gliedmaßen oder gar den Kopf abschlagen. Wenn man alle Teile der Waffe fände, könnte man sie vermutlich mittels entsprechender Magie wieder zusammensetzen. Mhm. Das ist der nächste Teil einer Waffe. Der wäre uns entgangen, hätten wir das nicht die Schiffsreise genommen. Das Schiff erzittert und gibt ein Ächzen von sich. Das klingt so, als würde es gleich auseinanderbrechen. Die Meere sind rau zu dieser Jahreszeit. Bereit war, das Schiff zu verlassen. Wassereinbruch. Sahugin, komm an Bord. Dieses Schiff ist verdammt. Werft euch ins Wasser. Das ist mein Sprichwort zu gehen. Nehmt wohl teil, Lisa. Viel Glück. Sahugin, das hatte ich nicht erwartet. Zurück zum Schiff. Ja, das war's mit unserer Schiffsreise. Das Deck neigt sich scharf zur Seite. Und plötzlich ist der Kampf die geringste eurer Sorgen. Das gesamte Schiff kentert rasend schnell, als die Ladung unter Deck mit einem Schlag verrutscht. Ihr habt nicht die geringste Chance, ein Rettungsboot klarzumachen. Und ihr werdet über Bord geschleudert. Gegen eine starke Strömung, die euch unter Wasser zerrt, kämpft ihr um einen letzten Atemzug in euren Lungen. Der Sog wird übermächtig und der Druck steigt, während ihr immer tiefer sinkt. Ihr fragt euch, ob es wirklich das Letzte war, das ihr im Leben gesehen habt. Dieser ergreifende Anblick, wie Sämon Havarian mit irgendwelchen magischen Tricks verschwand, um sein eigenes Leben zu retten. Wie immer. Ja. Und wir sind irgendwo gelandet. Kannst du bitte Deutsch sprechen? Was Suri, was Ilusala, me termas vor Pasnari Sari. Shure. Es Suri ne Trilasien Assog Feritalis. Bla 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 bla. Assog Assog. Kann es mich jetzt verstehen, Hohenpriesterin? Es muss in der Lage sein zu verstehen, der König wartet. Ich habe euch schon beim ersten Mal gut verstanden, Ferlatis. Und ja, ich habe Sekula angerufen, auf dass er diesen Wesen die Fähigkeit verleiht, unsere Sprache zu verstehen.
Also, es versteht, Hohenpriesterin, ist es gefährlich für uns, werden wir gezwungen sein, es zu ergreifen. Die Wesen der Oberfläche haben die verschiedensten Bräuche und Eigenarten, Ferlatis, aber sie sind ziemlich intelligent. Ich bin mir sicher, dass ihr auch direkt mit ihnen sprechen könnt. Nein, kein Halsband, ich möchte von den stinkenden Fischleuten nicht angerührt werden. Meine Kriegerseele würde das nicht aushalten. Entschuldigt bitte, Hauptmann, Ferlatis erfüllt seine Aufgabe als Beschützer des Tempels unseres Vater Heiß ganz ausgezeichnet. Aber er hat nur wenig Erfahrung mit eurer Art. Ich bin sicher, dass dies nach eurer erschütterten Erfahrung ein weiterer Schock sein muss. Ihr müsst euch stehlen, ihr weichen Wesen. Eure Reise wird nicht einfacher werden. Hohe Priesterin, wir müssen das Wesen aus der Oberwelt zum König bringen. Er befiehlt es. Alles zu seiner Zeit, Ferlatis. Gestattet ihnen, sich zu fangen und herauszufinden, warum wir sie hergebracht haben. Andernfalls werden sie noch, vielleicht noch gewalttätig. Nein, nein, das darf nicht zugelassen werden. In der Tat. Sekula hat uns diese hier angekündigt und deswegen sollten wir sie nicht wie Gefangene behandeln, die für das Festmahl vorgesehen sind. Sorgen wir stattdessen dafür, dass sie sich wie Gäste fühlen. Ich möchte mich euch vorstellen. Ich bin Senitili, königliche Hohenpriesterin Sekulas.